Ich kenne den Umlaut. Satelliten. Das kenne ich aus meiner Kindheit. Das ist ein Spiel. Moment. Was denn bitte für ein Spiel? Mit Satelliten und Umlauten? Ich verstehe nur Bahnhof. DSW 21 schickt mich los, um rätselhaften Begriffen aus dem ÖPNV auf die Spur zu kommen. Mal sehen, was mich heute erwartet. Auch heute bekomme ich meinen Begriff wieder im Umschlag. Super, dankeschön. Und so macht sogar Post abholen Spaß. Dann bin ich mal gespannt. Okay, ein eher unspektakulärer Begriff, Umlauf. Was könnte das im ÖPNV-Kontext bedeuten? Eine Bahn, die im Umlauf ist? Fahrgäste, die einem entgegenkommen und womöglich umlaufen? Was denkt Dortmund denn wohl so? Da würde ich so an Bahn auch wieder denken, so Umlaufbahn irgendwas, ne? Erdumlauf, Umlaufbahn. Umlauf von Währungen oder von allen möglichen Gebieten. Zum Beispiel auch in der Stadt, wenn die dann so auf der Straße hält einfach, dass man dann um die U-Bahn rumlaufen muss, um dann zu anderen zu kommen. Tja, oder um einen Bus rumlaufen. Aber ich bin auch dabei, dass es was mit Laufen und Bewegung direkt zu tun hat. Ich fahre also nach Hachenay zur LG Olympia Dortmund. Hier im Stadion werden auch Wettkämpfe im Laufen ausgetragen. Die LG Olympia Dortmund ist der Zusammenschluss von 9 Dortmunder Sportvereinen mit sehr erfolgreichen AthletInnen und TrainerInnen. Jana Hartmann ist eine von ihnen. Mit alleine fast 20 Medaillen bei deutschen Meisterschaften gehört ihr Stern ganz klar auf den Walk of Fame. Oder heißt es dann nicht Run of Fame? Ach, egal. Sie weiß jedenfalls, worauf es beim Leistungssport ankommt und wie man sich auf einen Umlauf richtig vorbereitet. Sehr gut, das sieht richtig gut aus. Du machst das doch schon öfter, oder? Schön, dass du fragst. Nein. Lauf, Daniel! Lauf! Nach einer Runde in meiner persönlichen Bestzeit bin ich nun auch fit genug fürs Gehirnjoggen. Sehr gut. Sehr gut gemacht. Haben wir zwei denn jetzt hier gerade einen Umlauf gemacht? Ich würde sagen, wir haben einen Umlauf gemacht. Aber wird das bei euch so genannt? Ja, Umlauf nicht. Also wir laufen eine Runde, 400 Meter Rundbahn und wir laufen immer gegen den Uhrzeigersinn. Okay, dann war ich in dem Sinne hier nicht ganz richtig, aber vielleicht doch auch nicht ganz falsch, weil das Ganze hat schon ein bisschen Lust auf mehr gemacht. Ja, zumal du ja auch nicht ganz unerfahren bist, ne? Richtig. So ein paar Wettbewerbe hast du ja doch hinter dir. Ja, ich bin früher 800 Meter gelaufen, also 2 Runden. Bin dann auch 6-fache deutsche Meisterin geworden. Und Zeiten laufe ich jetzt nicht mehr. Aber ich wollte halt meine Erfahrung im Sport halt so ein bisschen weitergeben und habe dann mit meinem Mann zusammen, der auch Trainer war, Athletics gegründet. Und wir machen jetzt in Dortmund und in der Umgebung ganz viele Mitarbeiter von Unternehmen fit. Wir haben auch viele Läufe, wo du da mitlaufen kannst. Also ich kann auch sie auch einen Läufer machen. Sport fördert ja bekanntlich auch den Geist, ne? Also. Nur weil eine Runde in der Leichtathletik nicht Umlauf heißt, muss das für den ÖPNV ja nicht unbedingt auch gelten, oder? Könnte es also eventuell mit dem Fahrplan zu tun haben? Im Moment ist mir allerdings eher nach Auflauf statt Umlauf zumute. Was könnte es denn sonst noch sein? Ist das hier ein Umlauf? Ach nee, das heißt Handlauf. Schließlich finde ich auf meiner Tour durch Dortmund unverhofft kompetente Hilfe im Bus. Stefan von Stefan auf Axel. Den frage ich, glaube ich, mal. In seiner Videoserie hat er ja auch immer alles Relevante zum ÖPNV erklärt. Wenn es was mit dem Busablauf zu tun hat, wird er mir doch wohl hoffentlich helfen können, oder? Also ich bin da so Runden gelaufen, aber die Erhellung kam nicht. Aber ich glaube, die bringst du jetzt mit. Erklär mir, was ist Umlauf? Umlauf haben wir auch. Und zwar, das ist jeder Umlauf ist im Endeffekt bei uns eine Strecke. Also wir haben Nummern bei uns auf so einer Kurskarte. Das ist eine 6-stellige Nummer, die gilt aber für alle Busse. Also ich sage mal als Beispiel, alle 10 Minuten fährt ja von Aplerbeck nach Öspel ein Bus, die 440. Mhm. Egal ob jetzt um 12.10 Uhr, um 13.10 Uhr oder alle 10 Minuten halt, die Umlaufnummer ist immer die gleiche. Es ist also auch wie beim Joggen oder beim Laufen halt immer eine Runde. Kann man so sagen. Anhand der Nummer öffnest du eigentlich eine Datenbank der Linien. Wenn wir zum Beispiel langfristig eine Umleitung planen, dann wird für diese Umleitung, die wird dann im System eingepflegt und wird dann auch mit einer Umlaufnummer versehen. Dass, wenn so eine Umleitung mal wieder ist, dass man die sofort wieder aktivieren kann. Hm. Ja, der Computer braucht einen Code, um zu wissen, das ist der Umlauf. Danke, Stefan.
also heute eine eher simple Lösung. Ein Umlauf ist im Busbetrieb eine festgelegte Route. Und so einen Umlauf gönne ich mir jetzt mal in aller Ruhe. Ich muss mich ja auch mental auf das nächste Rätsel vorbereiten. Denn DSW 21 hat ja bestimmt noch mehr Begriffe, die ich für euch enträtseln soll.